Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Volker Richter. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorab, liebe Frau Claus, Sie hätten sich ja gestern, wo Sie sich hier immer so ausdrücklich bedanken, direkt bei den Demonstranten bedanken können. Das wäre eine nette Geste gewesen. Und lieber Herr Wagner, wenn die Opposition so reden würde wie Sie, in dieser Art und Weise sich echauffieren würde wie Sie, ich glaube, Sie würden es hier vorne vom Pult als Hetze bezeichnen. Hat und die Frage, die sich stellt, Sie müssen mit Kritik leben. Sie müssen mit Kritik leben. Damit lebe ich sehr gerne. Hat die Landesregierung Kinder und Eltern allein gelassen? Nun, vielleicht, meine Damen und Herren, nicht gänzlich. Aber die Hessische Regierungskoalition hat einmal mehr aufgezeigt, welchen Stellenwert Familien in Hessen für sie hat. Und da kommen Sie, meine Damen und Herren, nicht sonderlich gut weg. Auch wenn das Kita-Konzept wieder einmal wie alle Maßnahmen der Regierung sich selbst hochlobt. Wir haben es gerade eben gehört, wie gut Sie es können, sich propagandistisch prima darzustellen. Dabei haben andere Bundesländer schon lange, lange vor Hessen reagiert. Wieso können andere etwas, was Sie, meine Damen und Herren, nicht hinbekommen? Nehmen wir Sachsen als Beispiel. Dort wurde frühzeitig verstanden, wie wichtig Kinderbetreuung bereits zum Zeitpunkt der ersten Lockerungen wirtschaftlicher Maßnahmen ist. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Nehmen wir Sachsen als Beispiel. Dort wurde frühzeitig verstanden, wie wichtig Kinderbetreuung bereits zum Zeitpunkt der ersten Lockerung wirtschaftlicher Maßnahmen ist. Neben Vorgaben zu Hygienemaßnahmen in der Einrichtung, der räumlichen und personellen Trennung von Betreuungspersonen, separate Bring- und Abholbereiche, die eine Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben gewährleistet, sowie die Einführung einer Gesundheitsbestätigung zur Sensibilisierung für Symptome des neuartigen Coronavirus wird hier die Betreuung von Schülern zwischen Hort und Schule verpflichtend abgestimmt. Hessen hingegen stellt erst nach über einem Monat nach den Lockerungen ein gemeinsam mit den Kommunen erstelltes Kita-Konzept vor, das leider erst zum 2. Juni diesen Jahres als Verordnung in Kraft tritt. Und auch das, meine Damen und Herren, funktioniert, wie wir gehört haben, nicht richtig. Bei der Durchsicht des hessischen Kita-Konzeptes tauchen bei uns auch mehr Fragen auf, als geklärt werden können. Nehmen wir als Beispiel, dass aus hessischen Kindergärten berichtet wird, dass zu einem regelrechten Gedränge beim Bringen und Abholen der Kinder vor den Einrichtungen kommt. Für Hessen fehlt eine klare Anweisung, wie so etwas verhindert werden kann. Ebenso fehlt eine klare Forderung, dass die Gruppen getrennt voneinander sein müssen und das Personal nur in Ausnahmesituationen in eine andere Gruppe darf. Bei all dem gibt man den Betreuungseinrichtungen eine Vorbereitungszeit von nur knapp einer Woche, um die erforderlichen Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Meine Damen und Herren, eine Woche. Ich stelle mir vor, man gibt Ihnen eine Woche, etwas umzusetzen. Ich glaube, wir alle wissen hier, wie das im Landtag funktionieren würde, nämlich gar nicht. Die Forderung der SPD wiederum, schnellstmöglich einen Plan vorzulegen, in welcher Form Kindertagesstätte ihre Angebote wieder aufnehmen können, wurde bereits umgesetzt. Wobei es hier, wie eben erwähnt, sicherlich im Vergleich mit Sachsen erheblichen Nachholbedarf gibt. Bei der Frage der Betreuung von Angehörigen, die zu Hause von der Familie gepflegt werden und zeitweise in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen untergebracht sind, setzt man weiterhin auf eine Notbetreuung. Familienfreundlichkeit geht anders, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. Familienfreundlichkeit geht anders. Der geforderte Sonderfonds Kinderbetreuung ist ebenfalls lange überfällig und dringend notwendig. Viele hessische Eltern und Alleinerziehende befinden sich leider durch die angespannte Arbeitsmarktsituation in einer finanziell prekären Situation. Viele sind in Kurzarbeit oder sogar entlassen worden und wissen nicht mehr ein und wissen nicht mehr aus. Das ist die bittere Realität. Da ist es doch nicht hinnehmbar, dass Eltern und Alleinerziehende für eine nicht erbrachte Leistung finanziell aufkommen sollen. Vor allem dann nicht, wenn die fehlende Betreuungsmöglichkeit erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit aus dem Homeoffice gehabt hat.
dass hier viele kommunale Selbstverwaltungen reagiert haben, sollte klarmachen, dass diese zwingend finanzielle Unterstützung benötigen. Ursächlich für das bislang nicht zur Verfügung stehende bedarfsgerechte Angebot der Kinderbetreuung sind somit in nicht unerheblichem Maße Entscheidungen des Landes Hessen. Selbstverständlich muss das Land Hessen für den entstandenen Ausfall aufkommen. Die kommunalen Selbstverwaltungen haben ja bereits vor der Corona-Krise erhebliche Finanzierungsprobleme gehabt, und da können diese vor allem nicht bei Ausfällen in Milliardenhöhe bei den kommunalen Steuern noch weiter belastet werden. Das ist nicht mehr zu schaffen und wird am Ende erhebliche Steuererhöhungen der Gewerbesteuer und Grundsteuer bedeuten, also zusätzliche Belastung gerade für Familien, die aber jetzt schon massiv unter der Situation zu leiden haben. Das schaffen unsere Bürger nicht, das schaffen unsere Städte und Gemeinden nicht. Damit ist auch gerade für hessische Eltern enorm wichtig, dass schnellstmöglich unter Einhaltung der in der Kinderbetreuung möglichen Infektionsschutzmaßnahmen und Hygienestandards der bestehende Betreuungsbedarf wieder gedeckt werden kann. Entgegen der Forderung der SPD allerdings vertreten wir als Alternative für Deutschland den Standpunkt, dass die qualitativ hochwertige Betreuung unserer Kinder, bei denen ein Betreuungsbedarf besteht, vorrangig vor einer minderwertig quantitativen Betreuung aufgrund eines Betreuungsanspruches haben muss. Entsprechende Lösungen sind allerdings dem hessischen Kita-Konzept zu entnehmen, in dem die zu erwarteten Personalausfälle bereits Berücksichtigung finden. Nur noch zum letzten Punkt, die Informationskampagne. Die hier genannten Leistungen und Angebote fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kreise. Wenn die Landesregierung frühzeitig auf den Mehrbedarf für die Kontaktpersonennachverfolgung bei den Gesundheitsämtern reagiert hätte, würden dort auch ausreichend Mitarbeiter für die Erbringung dieser Leistungen und Angebote zur Verfügung stehen. Warum dieses Problem erst im kommenden Herbst besprochen werden soll und dann auch geklärt werden soll, erschließt sich uns wahrhaftig nicht. Ebenso verwunderlich ist die Aussage, dass es auch in der aktuellen Krise ausreichend Schutzunterkünfte gibt. Den Antworten auf unsere Anfragen aus dem vergangenen Jahr zum Thema Frauenhäuser und zahlreichen Berichten in den Medien konnte man entnehmen, dass es bereits vor der Corona-Krise zu wenige Plätze gegeben hat und sich in der vergangenen Zeit bezüglich der zur Verfügung stehenden Plätze leider nichts geändert hat. Woher nehmen Sie also die Aussage, dass es auch in der aktuellen Krise ausreichende Schutzunterkünfte gibt? Die SPD fordert mit dem letzten Punkt die Zentralisierung kommunaler Aufgaben und das ohne Nennung eines Zeitrahmens mit dem Thema personale Ausstattung der Gesundheitsämter. Allerdings, meine Damen und Herren, werden wir uns dann morgen noch ausführlicher beschäftigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht der Sozialminister, Kollege Kai Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Jugend- und Familienministerkonferenz von Bund und Ländern hat sich vor wenigen Wochen auf einen Stufenplan zur Wiedereröffnung der Kitas verständigt. Das war ein guter und wichtiger Schritt, um bundeseinheitlich möglichst nah beieinander vorgehen zu können. Weil die Situation, die dieses Virus ausgelöst hat, sie ist für die Kinder, die ihre Freundinnen und Freunde über Wochen nicht sehen können und verunsichert sind, aber natürlich auch für die Eltern, die oft neben dem Homeoffice zusätzlich ihre Kinder betreuen müssen, eine ganz enorme Herausforderung. Diese Mehrfachbelastung nehme ich als hessischer Familienminister besonders ernst. Und genau deshalb habe ich vor 3 Wochen von hier aus auch gesagt, dass wir den eingeschränkten Regelbetrieb als nächste Stufe des erwähnten Plans in Hessen zum 2. Juni umsetzen werden. Und ich will schon einmal daran erinnern, das war zu einem Zeitpunkt, als z. B. in Nordrhein-Westfalen noch von einer Fortführung der Notbetreuung bis September die Rede war. Wir sehen und wir wissen, dass die Folgen dieser Pandemie Eltern vor erhebliche Probleme gestellt haben und dass durch diese Pandemiefolgen auch Frust, Ärger und Enttäuschung entstanden sind. Seit 10 Wochen meistern Eltern diese Herkulesaufgabe in der ganzen Republik, und deshalb will ich
wie am 5. Mai noch einmal allen Familien ausdrücklich dafür danken. Und ich schließe meinen Dank an die Träger, an die Kita-Leitungen und die ErzieherInnen ausdrücklich an, die in den letzten Wochen für eine beinahe reibungslos funktionierende Notbetreuung gesorgt haben. Wir müssen aber schon auch klar bleiben, die Ursache für all diese Einschränkungen, auch für die Schließung der Kitas in allen Bundesländern, ist dieses Virus und nicht irgendeine Willkürentscheidung einer wild gewordenen Landesregierung, so wie Sie das hier versucht haben darzustellen. Und deshalb bin ich ja nun hier sowohl für die Familien als auch für den Gesundheitsschutz verantwortlich. Ich weiß noch sehr genau, welche Debatten wir im März und April geführt haben. Da haben sich die Forderungen überrollt, warum wir dieses und jenes noch nicht schließen, was andere Länder schon machen. Höchstes Ziel war gerade im März und April und ist es bis heute, die Infektionsketten zu durchbrechen und die grassierende Ausbreitung des neuartigen Virus zu stoppen. Und dieses Virus ist auch weiterhin da. Und deshalb müssen wir dabei bleiben, umsichtig zu handeln. Genau deshalb setzen wir den Stufenplan der Jugend- und Familienministerin mit seinem maßvollen Vorgehen auch in Hessen um. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt des Plans. Ab dem 2. Juni nehmen die Kindertagesstätten den eingeschränkten Regelbetrieb auf. Wir gehen diesen Schritt Hand in Hand mit den Kommunen. Denn das Land betreibt keine Kindertagesstätten. Und die Situation vor Ort unterscheidet sich extrem. Beispielsweise, weil aufgrund der Pandemie nicht alle Fachkräfte zur Verfügung stehen können. Und deshalb war es uns so wichtig, uns gemeinsam mit der kommunalen Familie darauf zu verständigen, wie wir diesen Weg in Hessen beschreiten wollen. Und es ist ein Weg, der den Kommunen ein Höchstmaß an Flexibilität und Gestaltungsspielraum ermöglicht, eben weil die Situation vor Ort so unterschiedlich ist. Und da muss ich schon sagen, nach allem, was ich jetzt hier auch gehört habe, in hessischen Kitas werden zu normalen Zeiten rund 278.000 Kinder betreut, in völlig unterschiedlichen Kitas. Und Sie singen sonst immer das hohe Lied auf die kommunale Selbstverwaltung. Jetzt haben wir uns in großem Einvernehmen mit den Kommunen verständigt, die gesagt haben, wir können vor Ort am besten entscheiden, wie wir die zusätzlichen freien Plätze vergeben, und wir wollen diese Verantwortung selbst übernehmen. Die Kommunen haben vom Land lokalen Gestaltungsspielraum eingefordert, damit sie die Betreuungsnachfrage einerseits und die Hygiene- und Infektionsschutzregeln andererseits gleichermaßen berücksichtigen können, jeweils nach den ganz unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort. Und das ist auch höchst sinnvoll, um möglichst schnell möglichst vielen Kindern wieder Betreuung zu ermöglichen. Aber auch das passt ihnen offensichtlich nicht. Und diese hohe Flexibilität, die die Kommunen selbst wollten und die im Interesse der Eltern und der Kinder liegt, die ermöglichen wir. Kollege Matthias Wagner hat den Städtetagspräsidenten, Herrn Oberbürgermeister Geselle aus Kassel, bereits zitiert, in der Sache glasklar. Was Ihnen aber offensichtlich nicht in den Kram passt, ist, dass Landesregierung und Kommunen an einem Strang ziehen. Und deshalb bauen Sie hier einen solchen Popanz auf. Und ich kann Ihre Haltung nicht nachvollziehen. Genauso wenig, wie ich nachvollziehen kann, dass die für die Kitas zuständige Dezernentin der größten Stadt in diesem Land im Nachhinein Angst vor der eigenen Courage bekommt. Da kann ich mich dem Direktor des Hessischen Städtetags nur anschließen, der sich überrascht gezeigt hat. Schließlich sei der Frankfurter Oberbürgermeister in den Telefonkonferenzen zum Thema ja dabei gewesen und habe keinen Widerspruch erhoben. Um die Sache jedenfalls geht es hier ganz offensichtlich nicht. Meine Damen und Herren, unsere gestern veröffentlichte Verordnung setzt den Rechtsrahmen. Sie beruht auf dem Konzept der kommunalen Familie.
Gemeinsam mit den Kommunen wollen wir die beste Betreuung vor Ort, die unter den Bedingungen, die uns diese Pandemie aufzwingt, möglich ist. Deshalb setzen wir keine Betreuungsgrenzen in Form von Gruppengrößen oder Raumregelungen. Es würde die Möglichkeiten vor Ort nämlich nur limitieren. Eine Kita mit einem großen Außengelände beispielsweise kann ganz andere Möglichkeiten eröffnen als eine, die darüber nicht verfügt. Und es wurde schon angesprochen, diesen Weg beschreiten wir eben nicht alleine. Unser Nachbarland im Westen, Rheinland-Pfalz, hat genau wie Hessen eine Vereinbarung getroffen, mit der vor Ort flexibel entschieden wird, wie dem Betreuungsbedarf der Eltern bestmöglich entsprochen werden kann. Unser Nachbarland im Osten, Thüringen, will die Betreuung so organisieren, dass sie den räumlichen und personellen Voraussetzungen vor Ort entspricht. Hessen geht genau diesen Weg auch. Und den einzigen Unterschied machen Sie, was Sie dort bejubeln, verteufeln Sie hier, und Sie hoffen, dass es niemand merkt. Wir befinden uns auf einem guten Weg zurück, der gemeinsam mit den Kommunen verantwortlich beschritten wird. Gerade die Kommunen wollen den Eltern noch ein möglichst gutes Angebot machen, und sie wissen am besten, wie sie den Betrieb unter den Einschränkungen, die das Virus mit sich bringt, umsetzen können. Wir unterstützen die Kommunen dabei, unter anderem mit den Hygieneempfehlungen, die wir vorgelegt haben. Angesichts dieser Lage ist es eben besser, flexible Konzepte zu haben, die mit den Kommunen in Einigkeit erarbeitet wurden, als starre Grenzen, die das Land alleine vorgibt. Und was die Kommunen und wir vereinbart haben, das ändert die Situation in der Kindertagesbetreuung ab Dienstag ziemlich grundlegend. Denn erstmals seit dem 16. März können in den Kitas freie Plätze im Rahmen der Betreuungskapazitäten vergeben werden. Diese Kapazitäten ergeben sich aus der Zahl der zur Verfügung stehenden Fachkräfte und der Zahl der Räume. Beides unterscheidet sich aber von Kita zu Kita. Bisher gab es aber eben gar keine freien Plätze, denn der Betrieb beschränkte sich ja ausschließlich auf die Notbetreuten. Und zusätzlich haben wir uns darauf geeinigt, dass alle Kinder, die auch bislang schon Anspruch auf Notbetreuung hatten, weiterhin betreut werden. Das sind die Kinder nach den Kindeswohlkriterien und die Kinder bestimmter Berufsgruppen mit einer Einschränkung. Bei der Gruppe der berufstätigen Eltern nach diesen definierten Berufsgruppen gilt neu, dass auch der andere Elternteil berufstätig sein muss. Und die Gruppen, die bisher in der Notbetreuung waren, haben zu einer Auslastung der Kitas von rund 20% im Landesschnitt geführt. Da liegt es doch auf der Hand, dass durch unsere flexible Regelung viele weitere Plätze entstehen, die dann von den Trägern in Abstimmung mit dem Jugendamt vergeben werden. Wie gesagt, Plätze, die es zuvor wegen des Virus gar nicht gab. Meine Damen und Herren, für mich ist und bleibt entscheidend, dass es für möglichst alle Kinder möglichst bald eine möglichst umfassende und gute frühkindliche Bildung und Betreuung wieder gibt. Was würde es denn dann nutzen, wenn das Land vorgibt, ob ein Kind 3 oder 4 Stunden betreut wird oder ob das donnerstags oder dienstags passieren soll? Wir sind uns sicher, dass dieser Weg, den auch andere Länder gehen, der richtige Weg in dieser Krise ist, um den Bedarfen so weit wie irgend möglich entgegenkommen zu können. Und selbstverständlich ist es unser Ziel, den vollständigen Regelbetrieb und damit die Rückkehr zum Zustand vor Corona schnellstmöglich zu realisieren. Deshalb wiederhole ich, was ich eingangs schon gesagt habe. Niemand hat sich diese Situation mit ihren Belastungen herbeigewünscht. Wann das aber möglich sein wird, wieder einen vollständigen Regelbetrieb zu machen, das hängt entscheidend von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und davon ab, was wir über dieses Virus lernen, zum Beispiel aus der baden-württembergischen Studie, wenn sie dann vorliegt. Klar, das waren Zwischenergebnisse, die gestern geäußert wurden. So viel Ehrlichkeit gehört dann aber auch dazu. Wir müssen uns genau anschauen, wie es weitergeht und was wir auch über die Ansteckungsgefahr von Kindern lernen. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung wird weiter im Dialog mit allen Verantwortlichen
planvoll, Schritt für Schritt Lösungen finden, damit gerade Familien und ihre Kinder auch in diesen herausfordernden Zeiten den notwendigen Schutz, die Sicherheit und die Unterstützung erfahren. Hessen bleibt auch hier besonnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Zu einer zweiten Runde hat sich gemeldet die Kollegin Faeser, Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Sozialminister, ich hätte mir etwas mehr Empathie für die Situation der Eltern in diesem Lande gewünscht bei Ihrer Rede. Da brauchen Sie gar nicht so zu tun. Die Eltern, glaube ich, schauen sich diese Debatte heute in diesem Land auch an und sehen, was sie hier erwarten von einem Sozialminister, der sich offensichtlich nicht darum kümmert, wie es mit der Situation, der schwierigen Situation der Eltern in diesem Land weitergehen kann. Und ich will Ihnen noch einmal, ja, Herr Al-Wazir, da müssen Sie auch durch. Jetzt haben Sie die ganze Zeit auf Rheinland-Pfalz verwiesen, dann mache ich das gerne auch. Am 20. März bereits gab es in Rheinland-Pfalz ein 14-seitiges Papier, was vereinbart wurde zwischen dem dortigen Bildungsministerium, das ist nämlich eine Bildungsaufgabe in Rheinland-Pfalz, Kita, und den jeweiligen Trägern, und zwar allen Trägern, der kommunalen Seite und den freien Trägern. Wo gab es denn das in Hessen? Gar nicht gab es das in Hessen. Am 22.05. gab es dann die vereinbarten Leitlinien wieder mit allen Trägern. Das ist das, was wir vermissen in Hessen. Das gibt es nämlich hier nicht. Hier gibt es lediglich ein 2,5-seitiges Papier von den wenigen Tagen. Und ich will Ihnen das jetzt, da müssen Sie jetzt mal durch. Ich will Ihnen mal zitieren aus den Eltern von Familien in der Krise, die Sie gestern ignoriert haben. Sie waren eingeladen, Sie sind nicht einmal dahin gegangen. Sie haben nicht einmal das Gespräch mit den betroffenen Eltern gesucht, meine Damen und Herren. Noch nicht einmal das Gespräch mit den betroffenen Eltern. Und ich zitiere mal aus der Initiative. Viele von uns sind am Ende unserer Kräfte und haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass ab 2.6. endlich der eingeschränkte Regelbetrieb für die Kitas in Hessen beginnt. Doch was der hessische Sozialminister heute verkündet hat, ist kein eingeschränkter Regelbetrieb, sondern ein schlechter Scherz. Hauptsache, keine Verantwortung übernehmen und alles auf die Träger abwälzen. Danke für nichts. So die Familien in der Krise. Ich will einfach noch einmal sagen, elf Wochen lang haben Eltern Arbeit, Betreuung und Haushalte vereinbaren müssen und haben eine unglaubliche Last in diesem Land zu tragen. Und jetzt reden wir einmal über die Prioritäten, die diese Landesregierung den Familien und Kindern in diesem Land gewährt. Wir sind gerade in einer Phase in der Pandemie, wo vieles geöffnet wird. Und es ist in der Tat so, und das müssen Sie sich gefallen lassen. Sie öffnen alles Mögliche. Schwimmbäder werden geöffnet, Autohäuser werden geöffnet, Restaurants werden geöffnet. Es wird geändert, weil Lobbygrippen sich einmischen, wie die DEHOGA letzte Woche. Aber im Kita-Bereich und im Schulbereich machen Sie einfach viel zu wenig. Sie bieten den Eltern dort keine Perspektiven. Dabei bleibe ich. Und nein, es ist die falsche Prioritätensetzung, Herr Ministerpräsident, dass Sie gerade höre, dass Sie hinter mir sagen. Was haben denn die Eltern für eine Perspektive unter den Regeln, die Sie jetzt getroffen haben? Und auch wenn die Kommunen dabei sind, macht es das für uns nicht besser? Viele Bürgermeister vor Ort haben das Problem, melden sich bei uns, und zwar parteiübergreifend, und haben diese Probleme. Und wir sind auf den Seiten der Eltern und der Kinder dieser Tage. Wir sind auf den Seiten der Eltern und der Kinder dieser Tage. Das macht es überhaupt nicht besser.
Nein, das macht es überhaupt nicht besser. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, was sich jetzt für die Eltern nämlich nicht mehr ändert. Jetzt gibt es sogar noch eine Regelung für Kinder in der Notbetreuung von systemrelevanten Berufen, wo jetzt auch noch der zweite Partner arbeiten muss. Das heißt, es gibt für manche Familien sogar noch eine Verschlechterung. Und es sind unglaublich wenig Plätze, die jetzt neu vergeben werden können. An wen sollen die sie vergeben? Sie produzieren Klagen ohne Ende von Eltern, die dann keinen Anspruch haben. Das ist doch, es ist, die Hessenschau hat dieser Woche geschrieben, es sei ein Glücksfall, ob sie einen Betreuungsplatz in Hessen bekommen oder nicht. Das ist die Realität in Hessen. Und das werfen wir Ihnen vor, Herr Sozialminister. Da hätten wir uns von Ihnen Antworten erwartet, so wie es sie in vielen anderen Bundesländern gibt, übrigens auch in Baden-Württemberg, wo Sie an erster Stelle Verantwortung tragen, die Kitas, wie gesagt, im Juni noch öffnen. Und da brauchen wir nicht, uns gegenseitig vorzuwerfen, Herr Bocklet, wer was in welchem Bundesland macht. Es geht um die Situation hessischer Eltern und hessischer Kinder, die einen Anspruch darauf haben, dass sie mit ihrem normalen Leben, mit Homeoffice, mit Kinderbetreuung und im Haushalt nach 11 Wochen nicht mehr zurechtkommen und mit Recht einen Anspruch darauf haben, auch einen Betreuungsplatz hier zu bekommen, meine Damen und Herren. Und ich kenne ja das Schreiben, was die vereinbart haben mit den kommunalen Spitzen, wo drin steht, was vereinbart wurde und was nicht. Und was eben fehlt, und das ist das, was den Bürgermeistern vor Ort richtig wehtut, ist eine Regelung über die Frage, wie kann ich denn mit Personal flexibel umgehen? Da steht lediglich drin, man muss dann nicht mehr so sehr die Rechtsaufsicht wahrnehmen, wie man es bislang getan hat vom Jugendamt. Das reicht nicht aus. Sie brauchen doch flexible, wenn Sie flexible Lösungen wollen. Brauchen Sie auch den flexiblen Einsatz von Personal, und zwar nicht solches, was von der Pandemie betroffen ist, sondern anderes qualifiziertes Personal, was jetzt in dieser Situation auch eingesetzt werden kann, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Faeser, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Und ein letzter Satz, meine Damen und Herren, und das gilt auch für die Räumlichkeiten. Wir wissen doch alle bei den über 6.000 Kitas in diesem Land, wir wissen doch, dass mit deren Räumlichkeiten alleine eine Ausweitung der Betreuung unter Einhaltung der Pandemievorschriften kaum möglich ist. Deswegen brauchen wir auch die Nutzung weiterer Räumlichkeiten. Und auch dazu vermisst Ihr Konzept eine Vorgabe. Und das ist das, was viele Kommunen dieser Tage erwarten. Nein, das steht da nämlich nicht drin, meine Damen und Herren. Und das sind die Erwartungshaltungen. Und ich sage es noch einmal, von Eltern, die in diesem Land um ihre Jobs fürchten, weil welcher Arbeitgeber kann es sich leisten, wie wir vielleicht als Fraktionen dieser Tage, damit flexibel umzugehen. Aber viele Arbeitgeber draußen können es sich nicht mehr leisten, Arbeitnehmerinnen zu haben. Die sind es nämlich meistens, die ihre Kinder weiterhin betreuen müssen. Denen droht der Jobverlust. Deswegen erwarten wir von Ihnen, dass Sie die Lage der Eltern und der Kinder in diesem Land ernster nehmen und konzeptionell vorgehen und ihnen Lösungen anbieten. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Es hat sich jetzt direkt gemeldet der Ministerpräsident. Bevor ich ihm das Wort erteile, will ich den kritischen Zuruf des Kollegen Günter Rudolph aufnehmen. Günter Rudolph hat zu Recht die Zwischenrufe durch die Regierungsbank kritisiert. Und ich weiß ja selbst, wie das ist. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das ist eine Frankfurter Weisheit. Und deswegen darf ich doch höflich darum bitten, dass die Zwischenrufe durch die Regierungsbank unterbleiben. Herr Ministerpräsident, aber Sie haben jetzt das Wort. Bitte? Nein, nein, Sie nicht, Sie waren auch nicht gemeint. Sie waren nicht der Angesprochene, Herr Ministerpräsident, um das dann doch klar zu sagen. Der Kollege Al-Wazir war der konkret Angesprochene. Ich wollte das nicht konkretisieren, aber das war jetzt, glaube ich, deine wichtige Klarstellung. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mir lange überlegt, ob ich in dieser Debatte das Wort ergreife. Ich finde, ich muss das jetzt tun. Nicht, weil Sie vielleicht vordergründig glauben, dass ich mich in die Einzelheiten hier einmischen will. Ich verstehe, als einer, der seit 1982 dem Hessischen Landtag angehört, wie hier auch die Verteilung zwischen Opposition und Regierung üblicherweise stattfindet. Geschenkt. Ich mache mir über etwas anderes Sorgen. Frau Kollegin, Sie haben eben gesagt, die Menschen, die uns zuschauen, ja, was erwarten die von uns? Sie erwarten von uns, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen
verantwortlich diskutieren und entscheiden. Und Kollege Klose hat seinen Redebeitrag mit dem Satz beendet, Hessen bleibt besonnen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten zwei Monaten Hessen nie in der Diskussion war, ob wir die schnellsten, die härtesten, die einfallsreichsten oder was auch immer waren, sondern wir haben sehr sorgfältig Stück für Stück abgewogen und verantwortlich entschieden. Und das tun wir auch in dieser Frage. Und ich finde, wir tun uns allen keinen Gefallen, wenn wir um einer billigen Schlagzeile oder eines Augenblickserfolgs, Sie haben jetzt, Frau Kollegin, dreimal das Wort ergriffen. Dreimal. Zweimal. Okay. Jeder erfahrene Parlamentarier weiß, das macht man nur dann, wenn man den Eindruck hat, dass das eigentliche oppositionelle Anliegen nicht so rübergekommen ist, wie man sich das gedacht hat. Darauf kommt es mir überhaupt nicht an. Frau Kollegin, schauen Sie, ich habe mir gut überlegt, weil wir haben ja noch ein langes Programm, aber ich nehme jetzt die Freiheit, weil die Menschen von uns etwas erwarten. Und wir haben in der letzten Zeit relativ häufig gesagt, und ich finde, es ist notwendig, wir halten zusammen. Ich habe gestern zum Beispiel in der Debatte über die Schulgesetze sehr aufmerksam zugehört. Und dann habe ich mich gelegentlich gefragt, haben wir alles vergessen, was noch vor zwei Monaten war? Ihr Generalsekretär, der Kollege Degen, hat doch allen Ernstes gestern erklärt, allen Ernstes, wir hätten in der Schulpolitik überhaupt keine Ahnung, was wir tun. Der Ministerpräsident habe mittwochs erklärt, die Schulen bleiben auf. Und donnerstags hätten wir dann gesagt, wir müssen sie zumachen. Ja. Haben Sie völlig vergessen, was damals passiert ist? Und wir müssen den Menschen sagen, zaubern kann keiner, aber verantwortlich umgehen. Und ich bleibe jetzt mal dabei. Ich weiß noch sehr genau, was an diesem Mittwoch war damals. Die Bilder von Bergamo und alles drumherum. Alle hatten Angst. Niemand wusste, was zu tun war. Niemand. Keiner von uns. Wir haben eine Pandemie, die niemand kannte, von der wir bis heute nicht wissen, wie sie wirkt. Wir haben keine Medikamente. Wir haben keinen Impfstoff. Niemand, der uns genau sagen kann, wie es weitergeht. So, und jetzt kommt die Frage, was ist verantwortliches Handeln? Da ist die erste Hoffnung, dass einem die Wissenschaft genau erklären kann, was jetzt zu tun ist. Orientierung gibt, Herr Kollege. Genau, als Mann der Kirche. Und jetzt sage ich Ihnen mal was. Das Robert-Koch-Institut hat uns mit Herrn Drosten an der Spitze und Herrn Wieler am Mittwoch erklärt, es ist falsch, die Schulen zu schließen. Können Sie alles nachlesen? Haben Sie das alles vergessen? Am Donnerstag, einen Tag später, war die erste Konferenz der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Anwesend die Spitze des Robert-Koch-Instituts, die Spitze all der Pandemiologen. Und da haben wir das diskutiert. Und dann hat Herr Drosten gesagt, ich ändere heute meine Meinung. Ich finde, wir sollten die Schulen zumachen. Ich habe dann Herrn Drosten gefragt und Herrn Wieler, wie kommen Sie eigentlich dazu, dass Sie gestern erklären, Schulen zumachen ist falsch, und heute erklären, Schulen zumachen ist richtig? Und dann hat er Folgendes erklärt. Das können Sie alles nachlesen. Und das erkläre ich jetzt deshalb, weil wenn es um Kinder geht, kann man gar nicht genug Vorsicht walten lassen. Es geht nämlich darum, dass wir verantwortlich handeln. So. Und wissen Sie, was er dann erklärt hat? Da hat er gesagt, ich habe heute Nacht, ich weiß es noch ganz genau, Kollege Windermeyer war dabei, heute Nacht
mit einer Kollegin aus den USA mich ausgetauscht, und die hat untersucht, wie in der spanischen Grippe 1918/19 in den USA die Städte durchgekommen sind. Und sie hat festgestellt, wer die Schulen zugemacht hat, ist besser durchgekommen als die, die sie später zugemacht haben. Und deshalb erklären wir Ihnen heute, es ist besser, machen Sie die Schulen zu. Kann man nachvollziehen. Ich habe dann gesagt, verstehen Sie eigentlich, wenn wir den Leuten heute so und morgen so sagen, dass wir die nicht schwindelig spielen lassen? Und da hat er gesagt, passen Sie auf, ich bin Wissenschaftler. Ich bin nur der Wissenschaft verpflichtet. Was die Politik damit macht, das müssen Sie entscheiden. Ende des Zitats. Und ich werfe es den Wissenschaftlern nicht vor, weil die Wissenschaftler haben genau das gleiche Problem wie andere auch. Sie wissen es auch nicht. Und der Sinn von Wissenschaft ist zu forschen und zu gucken, ob man auf einem sicheren Plafond sich befindet. Das gleiche Problem hatten wir mit dem Mundschutz. Haben Sie sich erinnert? Mundschutz falsch, Mundschutz ja. Das gleiche Problem haben wir bis heute mit der Frage, was ist richtig mit Kitas. In einer Zeitung mit den großen Buchstaben können Sie heute lesen, dass alles das, was Herr Drosten erklärt hat, irgendwie falsch ist. Breite Geschichte. Ich will mich damit nicht groß aufhalten. Aber ich habe nicht vergessen, dass noch vor relativ kurzer Zeit wir gewarnt wurden, es gibt keine größere Virenschleuder wie kleine Kinder. Und deshalb sei es unverantwortlich, einfach blind jetzt zu sagen, auf geht's. Haben Sie das alles vergessen? Das sind wenige Wochen her. Wenige Wochen. So. Und deshalb bleibt es dabei. Wenn Sie keine gesicherten Erkenntnisse haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie rennen einfach los und hoffen, dass Sie nicht an die Wand rennen. Oder aber Sie gehen Stück für Stück vor und Sie gehen besonnen vor. Und deshalb war es doch absolut richtig, als der Sozialminister erklärt hat in der letzten Sitzung, wir gehen Stück für Stück vor. Und genau das, was wir gesagt haben, machen wir. Und darauf können sich die Menschen in Hessen verlassen. Und das wird auch in Zukunft so sein, meine Damen und Herren. Dann habe ich eine zweite Bitte. Unterstellen wir uns doch nicht wechselweise mangelnde Empathie. Wollen Sie allen Ernstes das behaupten? Mit Verlaub, mit dieser billigen Münze sollten wir uns nicht gegenseitig hier Vorwürfe machen. Ich tue das nicht. Es gibt Menschen, die haben gar keine Kinder. Es gibt andere, die haben drei, vier. Es gibt Menschen, die sind in sehr bedrückender Situation. Andere haben eigene Häuser und Garten. Manche kann sich sogar Betreuung leisten und andere nicht. Und jetzt sage ich mal mit Zurückhaltung. Gerade in Volksparteien haben wir die alle. Solche und solche. Und wir sollten widerstehen, dem einen oder anderen zu unterstellen, dass ihm die Empathie dafür fehlt, was diese Menschen zu leisten haben. Das kann doch unter uns überhaupt nicht streitig sein. Genauso wenig, wie wir Empathie empfinden müssen für Menschen, von denen wir bis heute wissen, dass wir auch noch keinen guten Weg gefunden haben, nämlich die, die in den Altenheimen sitzen. Ich war der Erste in Deutschland, der gesagt hat, es ist mit den Grundrechten nicht vereinbar, jemanden konsequent wegzuschließen, ohne jede Form von Besuch. Und trotzdem wissen wir, dass jeder Träger zu mir kommt und sagt, am besten lassen Sie uns den Laden zumachen. So, ist doch die Wahrheit. Und es ist völlig egal, wie der Träger heißt. Und alle haben eine Empathie darüber. Und deshalb versuchen wir mal, das Thema zur Seite zu schieben und sagen, wir überbieten uns nicht in Empathie, sondern unsere Sorge, auch unser Mitfühlen gilt allen. Wenn wir das wenigstens hinkriegen, dann bleiben wir ein Stück zusammen. Und ich sage Ihnen mal was. Niemand weiß heute, wie es weitergeht. Wenn die zweite Welle kommt, von der zum Beispiel der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts öffentlich erklärt, die zweite Welle gibt es nicht. Das lese ich und nehme es zur Kenntnis. Ich muss es zur Kenntnis nehmen. Dann gibt es die anderen, die mir sagen, doch, doch, die kommt bestimmt. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie machen die Augen zu. Und sagen, mir alles egal.
Wir sagen jetzt einmal, wie in Nordrhein-Westfalen bis vor Kurzem, ist gerade vorgetragen worden, ein Regelbetrieb in den Kitas und den Schulen ist in diesem Jahr undenkbar. Wissen Sie, wann das war? Das war zu Beginn des Monats Mai. Deshalb noch einmal, nicht die billige Münze. Die kluge, abgewogene Art ist das, was die Menschen jetzt brauchen. Nicht, weil wir klüger sind als andere, aber weil wir gezeigt haben, dass man sich auf uns verlassen kann. Wir haben den Mut, gelegentlich auch öffentlichen Forderungen zu widerstehen. Nicht, weil wir sie nicht ernst nehmen, weil wir aber nicht zu der Überzeugung gekommen sind, dass wir es jetzt verantworten können, diesem oder jenem Anliegen zu entsprechen. Und wenn Sie so Beispiele wie Autohäuser und Möbelhäuser nehmen, liebe Frau, Sie wissen doch selbst, die Vergleiche hinken in aller Richtung, in jeder Richtung. So billig und mit so kleiner Münze sollten wir uns wechselweise die Zeit nicht stehlen. Und jetzt zum Dritten. In Deutschland, verehrte Frau Kollegin Wissler, ich habe täglich Hunderte von Zuschriften. Ich telefoniere auch mit relativ vielen. Und ich bilde mir ein, relativ gut mitzukriegen, wie es im Land aussieht. Und jetzt will ich mit einer weiteren Legende mal aufräumen. Die Legende, dass andere Länder alles irgendwie viel besser oder schlechter machen. Grober Unsinn. Grober Unsinn. Meine Damen und Herren, ich beteilige mich in aller Regel nicht daran, an dem Wettbewerb unter Kolleginnen und Kollegen. Ich werde mich an diese Haltung auch weiterhalten. Aber alle machen im Prinzip das Gleiche. Alle. Weil Frau Kollegin Klaus hat darauf hingewiesen, und ich will nicht aus Langeweile, aber noch einmal den Kern deutlich machen. Was hat sich eigentlich vor und nach Corona oder während Corona bei den Kitas verändert? Die Zahl der Kinder ist gleich geblieben. Die Zahl der Plätze ist auch gleich geblieben. Da hat sich gar nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, wir haben einen Teil der Erzieherinnen und Erzieher, die über 60 Jahre alt sind und zu Hause bleiben können, nicht müssen. Und wir haben einen Teil Vorerkrankter. Niemand weiß, wie viele das sind, schon gar nicht das Land. Zuständig für das Ganze ist nie das Land, sondern sind immer die Kommunen als Träger der Kinderbetreuung. Und genau wissen es die, die die Kommunen beauftragt haben. Das ist in ganz Deutschland so. Es ist überall so. Und keiner kann mit noch so intensiver Debatte an dem Problem vorbei, dass wenn wir nicht hinreichend genügend Erzieherinnen und Erzieher haben, das ist doch das einzige Problem, um das es geht, die Sie auch nicht herbeizaubern können mit noch so leidenschaftlicher Debatte, dann müssen Sie doch, wenn Sie den Eltern nicht etwas Falsches erzählen wollen, müssen Sie ihnen sagen, pass auf, wir ermöglichen, soweit es irgend geht, die Kapazität der Kitas zur Verfügung zu stellen. Das Einzige, was wir euch nicht garantieren können, wenn in einer Kita zwei Erzieherinnen krank sind oder sie sind vorerkrankt, dann ist das nicht böser Wille, dann ist es nicht Unfähigkeit, dann ist es eben so. Und dann kann niemand und schon gar nicht der Hessische Landtag den Eltern garantieren, dass in dieser Kita es eine Vollbetreuung gibt. Das sollten wir doch gelegentlich mal anerkennen. So. Wir hatten in der Notbetreuung in der Regel lange Zeit unter 10% der Plätze. Lange Zeit. Wir haben heute im Schnitt 20, ein bisschen mehr, manchmal 50. Und jetzt fehlt mir jedes Verständnis, wenn jemand behauptet, dass die weiteren Plätze, die jetzt offen zu vergeben sind, dass das eine kleine Summe wäre. Das ist der mit Abstand größte Betrag. Das ergibt ja schon die Mathematik. Und jetzt geht es um die spannende Frage, wie organisiert man, dass man das Ziel erreicht, dass möglichst viele Eltern, was sie alle wünschen, die Kinder in die Kita bringen können, planbare Zeit haben? Ich bin zum Beispiel der Auffassung, es macht keinen Sinn,
2 Stunden am Tag oder Ähnliches für Eltern Unsinn. Also, und jetzt passiert Folgendes. Und da hätte ich jetzt gern von Ihnen mal gewusst, was hätten Sie gemacht. Die Kommunen kommen und sagen, pass mal auf, wir haben uns Gedanken gemacht und wir haben einen Vorschlag. Und in dem Vorschlag steht was drin. Der Brief kam am 18. Mai. Den haben Sie. Da müssen wir ja nicht drum herum reden. Und da steht auch genau drin, in 5 Punkten, welche Vorschläge die Kommunen machen. Erster Punkt war, es muss weiter nach Infektionsschutzgesetz gehen. Warum? Weil wenn Sie nach SGB 8 gehen, darauf hat gar keiner in der Debatte hingewiesen, haben Sie das hatten Sie neulich, haben Sie das Problem, es gibt einen Rechtsanspruch auf Kita. So. Und jetzt sagen die Kommunen, das wollen wir nicht, weil dann kommen wir nämlich in eine Schadensersatzproblematik. Ich finde, das kann man verstehen. Oder ist hier irgendeiner im Saal, der das anders sieht? Okay, dann sind wir uns schon mal einig. Erster Punkt, einig. Zweiter Punkt, Forderung der Kommunen, damit wir jetzt nicht drum herum reden. Forderung der Kommunen, Betretungsverbot muss bleiben. Vertretungsverbot können Sie nur machen, wenn Sie nach Infektionsschutzgesetz vorgehen. Das war der Punkt 2. Soll das anders sein? FDP, SPD, wer auch immer. Soll das anders sein? Dann sagen Sie es. Dritter Punkt. Notbetreuung muss aufrechterhalten bleiben. Wollen Sie es anders machen? Sagen Sie es. In dem Punkt 3 steht ausdrücklich drin, wir wollen gerechter verteilen die Notbetreuung. Wir wollen, dass beide arbeiten müssen. Wir hatten vorher gesagt, es reicht, wenn einer. Diese Forderung wurde damit begründet, wenn jemand von den Elternteilen, die zwar auf der einen Seite privilegiert sind, als Notbetreuer anspruchsvoll, aber wenn einer nicht arbeiten muss von diesem Paar, haben die Kommunen vorgetragen, es sei ungerecht, wenn die dann einen Notbetreuungsplatz bekommen und haben gesagt, das wollen wir nur haben, wenn beide entsprechend arbeiten. Das kann man anders beurteilen. Das war der Punkt 3. Dann kam der Punkt 4. Es soll auf jeden Fall all diejenigen Kinder einen Platz bekommen, wo das Kindeswohl gefährdet ist und die einen besonderen Förderbedarf haben. Ist jemand anderer Meinung zu diesem Punkt 4? Und dann kam der Punkt 5. Und in dem Punkt 5 steht wörtlich drin, und dann möchten wir, dass die freien Plätze, also das, was Notbedarf, ist der eine Teil, die Summe X durch Krankheit und Vorbelastung und der große Block dazwischen. Und dieser große Block dazwischen steht in Punkt 5. Diese Plätze, schlagen wir vor, soll unter der Regie des jeweils zuständigen Jugendamts von uns vergeben. Herr Kollege Rock, ist die FDP anderer Auffassung? Haben Sie einen anderen Vorschlag? Frau Kollegin Faeser, hat die SPD einen anderen Vorschlag? Möchten Sie das anders machen? Das waren 5 Punkte. Diese 5 Punkte kamen am Montag, dem 18. Mai. Wie ich das immer zu halten pflege, ich greife zum Telefon und sage, ich halte das für so wichtig, dass wir unverzüglich konferieren müssen. Am 19. Mai, Frau Kollegin, gab es eine Telefonkonferenz mit dem Corona-Kabinett, bestehend aus dem Sozialminister, dem Wirtschafts- und Finanzminister, in dem Fall auch Kultus, dem Innenminister, Chef der Staatskanzlei, Regierungssprecher und mir. Das ist diese. Und es gab eine Konferenz gemeinsam mit sämtlichen Spitzen der kommunalen Spitzenverbände, nicht nur mit dem Präsidenten. Allen Vizepräsidenten, allen Geschäftsführern, alle waren dabei. Und dann haben wir das besprochen. Punkt für Punkt. Und dann habe ich gefragt, wenn ihr das wollt, werden Sie uns vorhalten, ihr stehlt euch davon. Genauso ist es ja passiert. Und dann stellt sich die Frage, soll es Vorgaben geben? Soll es Vorgaben geben um die Gruppe? Soll es Vorgaben geben um die Fachbetreuung, also Fachkräfteschlüssel und solche Sachen. Punkt für Punkt abgearbeitet. Jeden einzelnen Punkt.
Bitte erlassen Sie uns Vorschriften, die man machen kann, die aber bei knapp 6.000 Kitas, und es ist oft genug gesagt worden, völlig unterschiedlichen Sachverhalten für uns nicht sachgerecht sind, weil die Verhältnisse sind völlig unterschiedlich. Wir werden es nur lösen können, diese große Aufgabe, wenn wir in der Lage sind, flexibel vor Ort zu reagieren. Ende des Zitats. Das Ergebnis dieser Konferenz war einstimmige Zustimmung aller. Und jetzt frage ich Sie, hätten wir jetzt anders handeln sollen? Herr Kollege Rock, hätten wir jetzt sagen sollen, okay, was die Kommunen vorschlagen, ist schön, machen wir aber nicht. Wir finden irgendwas Besseres. Frau Kollegin Faeser, hätten wir sagen sollen, schön, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, aber wir finden es blöd, um dann anschließend zu hören, wie konntet ihr so unverantwortlich sein, die Kommunen, die zuständig sind, die Träger sind, die nach dem Gesetz zuständig sind, machen euch einen vernünftigen Vorschlag, und ihr bornierten Figuren in der Landesregierung lehnt den ab. Meine Damen und Herren, das wäre Unsinn gewesen. So. Und dann auch noch zu dieser, auch noch Frau Kollegin Faeser, zu dieser wunderbaren Hinweis, mit wem wir hätten alles reden sollen und wie schnell das geht. Ich habe manchmal den Eindruck, manche würden sich darum bitten, zu verstehen, in welcher Zeit wir leben. Wir haben am 19. Mai die Kommunen unterrichtet, gemeinsam beschlossen und beschlossen, dass die kommunalen Spitzenverbände unverzüglich alle ihre Mitgliedskommunen, das sind alle, informieren. Gnädige Frau, wir arbeiten von jeden Tag, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber 15 Stunden mindestens. Und das Wichtigste war mir jetzt erst einmal, dass wir mit den Zuständigen reden. Was erwarten Sie denn? Ich kann doch nicht mit jedem Träger reden. Und was hätten Sie denn erzählt uns, wenn wir nicht dieses vorgelegt hätten? Es ist doch mit Verlaub nicht in Ordnung, sich hier hinzustellen und sagen, ihr habt nicht mit jedem geredet, aber gleichzeitig innerhalb von 10 Tagen ein Konzept für das ganze Land auf den Tisch zu legen. Das ist doch absurd. Und damit das auch mal geklärt ist, ich habe öffentlich gebeten um Vorschläge, wie wir es denn machen sollen. Alle großen Träger, inklusive der Kirchen, bis zur Stunde, bis jetzt, habe ich von keinem einzigen Träger irgendeinen Vorschlag. Kennen Sie einen, der einen Vorschlag gemacht hat? Ich kenne keinen. Ich werfe das denen nicht vor. Die haben alle Hände damit zu tun, jetzt die Dinge gängig zu machen. Das weiß ich doch. Aber Sie können uns doch nicht vorwerfen, dass wir nicht mit jedem geredet haben, wenn wir 10 Tage Zeit haben. Wir haben ein kluges Konzept. Wir haben es gemeinsam gemacht. Und wir haben die beste Chance, Frau Kollegin Faeser, pass auf. Es gibt einen alten Satz. Schauen Sie mal. Ich habe Ihnen doch jetzt alles vorgetragen, was ich dazu sagen kann. Ich habe Sie fünfmal gefragt, hätten Sie etwas anderes gemacht? Sie haben nicht einmal Ja gesagt. Nein, was hätten Sie gemacht? Sehr gut. Okay. Gut, dass Sie das jetzt noch einmal gesagt haben. Okay. Frau Kollegin, gut, dass Sie das noch einmal gesagt haben. Das will ich jetzt einmal festhalten, damit es auch jeder mitkriegt. Kollegin Faeser war der Auffassung, wir hätten Handlungsanweisungen herausgeben müssen und Richtlinien. Und was hätten wir in diese Richtlinien geschrieben? Gruppengröße und was weiß ich alles. Und dann hätten wir vor Ort festgestellt, dieses Ministerium, diese Regierung hat tolle Richtlinien. Sie passen aber nirgends vor Ort. Mit dem Ergebnis, die Einzigen, die darunter gelitten hätten, wären die Eltern. So. Und deshalb will ich das deutlich herausarbeiten. Wenn Sie Verantwortung so sehen, dass man theoretische Vorschriften macht, dann ist das in Ordnung, das können Sie so sehen. Wir sehen Verantwortung darin, dass wir mit denen, die zuständig sind,
einvernehmlich möglichst so viele Plätze schaffen, damit viele Kinder in diesem Land in die Kita gehen können. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, wir sind doch in einer dynamischen Entwicklung. Die Kollegen haben darauf hingewiesen. Die Baden-Württemberger haben jetzt ein Teilergebnis herausgenommen. Und Kollege Kretschmann hat Folgendes erklärt zum Mitschreiben. Wir haben noch keine endgültigen Ergebnisse. Und Winfried Kretschmann ist da immer sehr engagiert, auch sehr ehrlich, und sagt, der Druck der Eltern war aber so groß, dass ich mich jetzt entschieden habe, bevor wir die endgültigen Ergebnisse haben, dass wir sagen, wir wollen in den Regelbetrieb. Und dann kommt hinterher, soweit es vor Ort möglich ist. Das steht in Sachsen, das steht in Schleswig, das steht in jedem Land. Wissen Sie warum? Weil in Sachsen, Baden-Württemberg und auch in Hessen wir politisch leidenschaftlich diskutieren können, ist ja auch in Ordnung. Aber eins können wir nicht. Wir können nicht zaubern. Und wenn vor Ort die Erzieherinnen nicht zur Verfügung stehen, ist es doch klüger, man macht eine größere Gruppe, als wenn man den Eltern sagen muss, pass auf, wir haben einen super Plan, die Gruppe ist 15, leider Gottes können wir dir aber eine zweite Gruppe nicht bieten, bleiben die Eltern zu Hause. Da bin ich der Auffassung, es ist besser, es sind 18 oder 19, aber die Eltern können ihre Kinder wieder in die Kita schädeln. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir werden diesen Prozess Stück für Stück machen. Stück für Stück. Und der einzige offene Punkt ist die Frage, wann geben Sie Notbetreuung auf oder nicht. Das ist der einzige Punkt, um den es inhaltlich überhaupt geht. Alles andere ist mit Verlaub uninteressant. Frau Kollegin, Sie haben sich geäußert zweimal. Dann wird die Bevölkerung verstanden haben, was Sie meinen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das noch einmal mit den Vorgaben und den Richtlinien deutlich gemacht haben. Bleiben wir dabei. Die Hessische Landesregierung wird immer versuchen, gerade mit denen, die besonders betroffen sind, einmal mit den Eltern, aber auch mit den Trägern aller Art, versuchen, in einem vernünftigen, praxisgerechten Prozess gute Ergebnisse zu erzielen. Wir lassen uns dabei nicht von anderen treiben, aber wir bleiben engagiert. Und deshalb kann es durchaus sein, wenn wir sehen, was aus diesen Untersuchungen herauskommt, dass wir vor den Sommerferien diese Notbetreuung beenden können. Und dann werden wir immer noch das Problem haben eines eingeschränkten Betriebes, weil wir nicht zu 100% die Kapazität der Erzieherinnen haben. Und dann sind wir wieder ein Stück weiter. Und meine Hoffnung ist, dass wir möglichst bald viele, viele Kinder wieder in unseren Kitas haben, übrigens auch in den Schulen. Ist doch genau die gleiche Situation, was die Erkrankung angeht. Und dann akzeptiere ich, dass man hier ganz engagiert diskutiert. Aber meine Damen und Herren, ich sage es zum Schluss noch einmal. Wir werden den Zusammenhalt viel mehr brauchen, als mancher heute glaubt. Und da wir nach wie vor in vielen Bereichen nicht wissen, wie die Dinge sich entwickeln, sind wir gut beraten, wenn wir umsichtig, besonnen und gleichfalls entschlossen handeln. Die Hessische Landesregierung und insbesondere der Sozialminister stehen dafür. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren 30 Minuten, knapp 30 Minuten.